Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten. Akatutu beim Clan Inner Circle. Ich bin hier zu Gast im Clan Inner Circle mit dem Avatar. Hat auch ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Denn ich hatte auch einmal wieder an diesem Abend in fünf Clans angefragt. In einem bin ich dann genommen worden, also ganz wahllos aus meinen Kommentaren. Und deswegen zieht sich das hier auch ein bisschen hin und ich sehe auch grauenhaft aus. Habe ich jetzt eben mal gerade selber gesehen. Ich habe heute geschwitzt wie Sau. Denn ich habe Arbeit wie blöde, aber heute war es tatsächlich mal körperliche Arbeit. Ich musste nämlich mein Büro räumen und dank meiner abwesenden Kollegen, die auch in dem Büro ab und zu zumindest mal hocken, durfte ich ganz, ganz viel alleine schleppen. Mobiliar, PC-Zeugs, alles das, was man so hat, ne? Dokumentation, Bücher, bla bla bla. Und neben der Arbeit auch noch, ne, Telefonkonferenzen zwischendurch, dann lief mein PC noch nicht am neuen Platz und, ach, hey, nee. Naja, aber nichtsdestotrotz ist der Klarkrieg hier jetzt auch schon einen Tag älter, denn ich habe es einfach nicht gepackt, überhaupt mal dann abends noch was aufzunehmen, weil ich dann auch spät da bin und essen, trinken, duschen, 23 Uhr, keine Lust mehr. So ist das manchmal. Und von daher bin ich ganz froh, dass das hier mitgenommen habe, auch diesen Drachenangriff hier vom Novigrad auf, ich glaube, es war auch ein Rathaus 7, aber coole Truppe, sieht man ja doch sehr, sehr selten. Aber eins der Drachen ist ja in Ordnung, ein paar Luftabwehren, so ein paar sind jetzt auch noch über, aber hat er hier schön gemacht. Also heute mal wieder ganz, ganz clan-kriegslastig diese Folge. Und ich benutze immer ganz gerne die Wolke hier von Clash of Clans, beziehungsweise aus dem Spiel, um einfach so einen Szenenwechsel zu machen. Entschuldigt, das bewahrt mich vor allzu dollen Schnitten mit den tollsten Effekten, die zwar schick sind, die ich auch immer mal wieder ganz gerne einbaue, aber wenn ich sie nicht brauche, dann ist das umso besser. Dann habe ich hier so einen Übergang eigentlich von Angriff zu Angriff und wir sehen hier den Cold Flame mit einem Gohok, ist das ein Gohok? Ja, da hinten ist ein Golem, okay, dann kann man es auch Gohok nennen. Obwohl der Golem jetzt hat er doch noch mal ein bisschen Lust, hier in die Mitte zu gehen. Und tankt hier jetzt auch vor allen Dingen. Schön die Meute hier. Sieht sehr, sehr gut aus. 30er Queen. King kann jetzt ruhig außen rumlatschen. Das ist alles nicht so schlimm. Auch der tankt da noch ein bisschen. Und dann kommt er hier mit Box. Richtig schön Surgical gesetzt. Also hier sieht man es mal wirklich, wirklich schön. Wie sie so einzeln gesetzt werden. Immer 3, 4, 5 Stück pro Defense. Das ist super, das ist je nachdem, das kann man mal ausloten. So ein paar gehen flöten, so ein paar fliegen weg, das sieht er gerade. Und aber wirklich schön, hier hat jetzt immer noch 8 Stück und immer mal wieder welche nachgesetzt, bis sie dann immer wieder zusammenkommen. Also das ist wirklich ein toller Angriff hier gewesen mit den Hogs auf Max-Level für Rathaus 9. Und man könnte jetzt zwar sagen, ja, die Base ist nicht so stark, okay. Die Teslas sind jetzt nicht so stark, aber der Rest, glaube ich, war schon hier Max im Ausbau. Und ja, ich glaube, der ein oder andere Bogenschützenturm vielleicht auch nicht. Aber schön gemacht hier, schön die Base durchritten. Und jetzt geht es hier nur noch ans Cleanup. Ein paar machen den King und ein paar, egal, da reiten wir mal ran vorbei. Das machen unsere Jungs schon im Backend. Ja, haben sie auch gemacht. Und ihr seht das, wie viele Hawkrider hier vor allen Dingen noch über sind. Also cooler Angriff hier von Coldflame auf die Nummer 11, 10 auf 11, also es war ein 15er Clankrieg, den ich hier auch mitgespielt habe. Und wir haben hier die Leaderin, es ist die Anni. Ich denke mal, es ist die Anni, ich sage das immer so, manchmal weiß man es ja nicht. Ich meine, da spreche ich dann auch irgendein Fredel als Fredel an und dann kommt, nee, du, ich bin aber Silke. Okay, manchmal ist das ja so. Also, das ist die Anni hier auf die Nummer 9, also 11 auf 9, durchaus in Range, würde ich, sagen. Und schöne Kombi hier. Der Sprung absolut perfekt. Der geht komplett über die Felder hier rüber. Also das müssten dann 6 Stück sein. Ich glaube, das macht so einen Sprung gerade so. Bei 7 Feldern wird es ein bisschen eng. Und die Truppen funneln sich hier richtig schön in die Mitte rein. Nichts mehr im Backcamp, aber ihr seht da schon rechts, links immer ein paar Hexen und ein paar. Kein Bowler. Alle Bowler in der Mitte mit dem King. Super entkernt hier die Mitte. Also starkes Ding hier. Ich habe hier allerdings sehr, sehr wenig gesehen. Komme ich sicherlich mal so ein bisschen so auf drei Viertel dieses Videos drauf zu sprechen.
Denn manchmal habe ich gedacht, bin ich eigentlich jetzt im Clan Inner Circle oder bin ich eigentlich im Clan Silent Hill? Denn es war doch schon sehr, sehr ruhig, obwohl in der Clan-Beschreibung, glaube ich, was ganz anderes steht. Bist du toll Chat aktiv und so weiter. Aber ich meine, es ist auch in der Woche gewesen, da machen die Leute so ein bisschen ihre Pflichtgeschichten. Abends war hier dann schon ein bisschen mehr los, aber ich logge dann schon ab und zu mal hier ein, um vielleicht das eine oder andere zu spenden oder auch mal eine kleine Absprache zu treffen. Wer macht eigentlich welchen Gegner? Und von daher war ich manchmal doch schon sehr alleine, aber auch für mich passte das eigentlich ganz gut, denn ich war wirklich, wirklich busy hier. Und da war es eigentlich ganz gut, dass die Leute hier dann auch nicht so ewig gechattet haben und gefragt haben und weiß der Geier. So, ich springe mal ein bisschen höher. 7 auf 6 hier. Jetzt kommen wir schon in den Rathaus 10 Bereich. Das ist der CRC.R.6. Hat, glaube ich, ich hoffe, er hat nichts von dem CR7. Hat er aber auch nicht. Ich glaube, es ist der Schildi YT bei mir aus den Kommentaren, der mir dann irgendwann mal reingeschrieben hat, kannst du zu uns kommen oder kommst du zu uns, machen wir einen Clankrieg. War auch ein 15er, denn hier wird sehr häufig ein 10er gespielt. Also ihr müsst euer Reglement dann nicht ändern, nur weil ich bei euch aufschlage. Macht das, was ihr immer macht. Nehmt mich mit oder nehmt mich nicht mit. Ich meine, ich möchte schon gerne mit. Wenn ich nicht mit möchte, dann stelle ich mich auch ganz klar auf Rot. Dann nehme ich aber trotzdem ja was aus. Es gibt ja immer ein bisschen was zu gucken. Und von daher bin ich dann auch nicht nölig oder wurmig, denn irgendwann komme ich ja auch mal wieder in so eine Heldenphase. Im Moment halte ich mich noch mit Büchern über Wasser und habe meinen King jetzt auch auf, ich glaube, 37 drücken können. Also ein bisschen habe ich doch wieder verdient. Es geht immer so ein ganz, ganz kleines Stück hier weiter, aber ich muss ja wirklich nur noch einen Helden machen, glaube ich, und ein oder zwei Forschungen. Dann ist das auch gewesen hier. Also ich habe alle Zeit der Welt, ich spiele ja auch gerne den RH10er, denn da bin ich durchaus noch lernbereit. Nicht lernbereit, sondern lernwillig, auch lernbereit. Ja, gar kein Thema. Ich habe hier mitgespielt, so muss man es sagen. Ist auch ganz witzig. Ich beutel dann immer auf NGs, aber gut, wenn ich dann in eure Clans komme, dann muss ich mich mit den NGs gut tun. Da muss ich mich immer mit den NGs gut tun. Und das mache ich dann aber auch. Und wo wir natürlich dann unsere besseren Chancen zum Angreifen sehen. Aber ihr seht auch hier wieder auch im Rathaus 10 Bereich mit den 6er Hogsets. Es ist nach wie vor eine dominante Truppe. Und ich finde aber die Truppenvielfalt im Moment, also die Truppenausgewogenheit bei Clash of Clans, ist sehr, sehr gut. Man kann richtig viele Kombis nehmen. Im Moment ist, glaube ich, keine Truppe so über OP. Außer, ja gut, viele sagen ja im Rathaus 12 Bereich seien die Elektrodrachen OP, sind sie aber nicht. Ich hätte fast gesagt, die Elektrosachen sind nur dann gut, wenn du auch eng stehende Bases hast. Hast du wirklich Anti-3-E-Drachen-Bases, also wo die Gebäude immer mindestens 2-3 Felder zwischendurch haben, kannst du die auch in eine Tonne kloppen. Ah ja, komm, den ersten habe ich mit einem Stern gemacht. Mal sehen, wie mir dieser hier gelungen ist. Der ist jetzt nicht ganz max out. Mir fehlen hier noch so ein paar Kanonen. Die Magiertürme sind noch nicht ganz ausgebaut und ich glaube, es sind auch 12er Bogenschützentürme, aber natürlich haben solche Bases hier Minimum 3er Tesla. Und warum ich euch den eigentlich zeige, ich nöle ja immer rum, dass ich mit dieser Armee hier noch nie 3 Sterne geholt habe. Also Toto hat mit der Armee noch nichts gerissen hier. Bola Hexen sind meine Feinde im Rathaus 10 Bereich, aber das kann sich natürlich auch mal ändern. Entschuldigt bitte, das kann sich natürlich auch mal ändern. Und auf diese Base hier war, glaube ich, schon ein Angriff drauf mit 2 Sternen. Also habe ich hier alles auch mal wieder in eine Waagschale geworfen. Und jetzt gehen doch glücklicherweise genug Truppen hier durch die oder in die Mitte rein. Ich hatte, das seht ihr jetzt hier in der Mitte, gehen wir ein bisschen näher rein, die Max-Out-Riesen hier in der Clanburg, also in der Clankarre, die ist auch gut durchgefahren. Ich glaube, der Sprung war mal in Ordnung. Ich verheize auch gerne mal Sprünge, wo ich eigentlich immer ein bisschen mehr machen könnte. Also so ein kleines Mauerstück mehr noch und dann könnte ich noch in ein Kompart mit mehr reinspringen. Ich glaube, der ist mir wirklich gut gelungen, denn es geht durch 1, 2, 3, 4 Compartments einfach weiter und
Vielleicht war es so ein bisschen der kleine Schlüssel hier dann zum Erfolg, dass die Truppen hier in der Mitte nicht irgendwo an der Mauer erstmal hängen die ganze Zeit und kriegen die ganze Zeit Beschuss von irgendetwas. Und jetzt habe ich zwar noch reichlich vor mir, aber hier unten kommt natürlich noch eine ganze Armada an Truppen. Und so ist das hier, glaube ich, eine ganz coole Geschichte gewesen. Kevin konnte ich jetzt auch noch zünden. Das kommt auch noch dazu. Und hier mache ich euch mal ein bisschen schneller. Das ist ein Angel von mir. Die habe ich auch, glaube ich, sehr, sehr spät gezündet. Brauchte ich auch erst. Also, das Ding werden auf jeden Fall 3 Stück von mir. Super gemacht. Und ich habe wenigstens mal einmal geholfen, ne? Ja, und warum ich mich eigentlich mit den Angies hier gut stellen musste, das sehen wir hier am Miko. Ah ne, Miko ist 10 auf 10, entschuldigt bitte. Aber ich glaube, er hatte hier noch einen zweiten Account drin, sehen wir gleich. Also der hier ist noch 10 auf 10, 4 auf Nummer 3. So einen kleinen höher gegangen hier in Rathaus 10 Bereich. Ich habe gesehen, dass die Clankriege hier auch nicht mit Elvern oben stattfinden. Also es gibt einen Elver, der ist unten so ein bisschen weiter gelistet. Ihr wisst schon, was ich meine. Auch sehr, sehr schöner Sprung. Der hätte jetzt auch noch ein ganz kleines Stück nach links gekonnt. Dann hätte er noch ein Compartment mehr hinter dem Inferno-Turm geschafft. Aber ich glaube, das reicht erstmal, um hier den ersten Funnel zu schaffen, damit um das Kill-Squad möglichst tief in diese Base reinzubringen. Jetzt sind, ich glaube, eine Luftabwehr ist schon mal weg. Und die zweite Luftabwehr holen sich, glaube ich, da hinten noch die Bowler, so wie ich den. Ich glaube, ich habe den live gesehen. Mal gucken, packt der eine Bowler das noch? Ei, die packt er nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm. Es stehen noch 3 Luftabwehren jetzt für 3 Hunde, beziehungsweise 2 Hunde, entschuldigt. 2 Hunde und 12, 13 Drachen waren es, glaube ich. Und Drachen. Boah. Ballons. Und er musste jetzt, glaube ich, auch nicht mehr gegen irgendeinen Feger ankämpfen. Ah doch, er musste doch noch gegen einen Feger ankämpfen. Aber er kommt hier jetzt über die gesamte Seite. Also erstmal hier rechts das Compartment oder die beiden Compartments weggemacht. Dann auf der linken Seite den Hund auf die nächste Luftabwehr fliegen lassen. Schönes Ding hier, schöner Luftangriff, vor allen Dingen Rathaus 10. Wenn er läuft, ich will nicht sagen dominant, aber es ist schon sehr, sehr stark, was du mit Luftdrucken zurzeit anstellen kannst. Wenn der Angriff läuft, er kann auch mal nicht so gut laufen. Na, kein Feger erwischt, da musst du gegen 2 Feger ankämpfen. Oder dein Killscord verreckt, du kriegst die Clanburg-Truppen nicht kaputt, ein Drache da drin. Da hast du mit den Loons hier gänzlich verloren. Außer dir ploppen wirklich beide Hunde, sage ich mal, zeitgleich auf und die ganzen vielen Welpen machen dann vielleicht noch einen Drachen weg oder sowas. War einfach nur mal so jetzt hingespinste. Aber ich glaube, das ist gut gemacht hier mit den vielen, vor allen Dingen mit den super vielen Lava-Welpen hier. Wird jetzt die Base noch aufgeräumt, da hinten war wahrscheinlich noch irgendwas in der Ecke. Aber er hat auch nichts vergessen, da war noch was in der Ecke für einen Cleanup-Magier. Ja, tolles Ding hier. 4 auf Nummer 3 vom Clan. Unser Gegner-Clan hieß We Can. Ja, und die konnten es auch. Leider. Aber nichtsdestotrotz, hier ist der Mika, ich glaube, es ist ein zweiter Account. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier haben wir 11 auf 11, auch wenn mit Machttrank, habe ich mir schon gedacht, dass er irgendwas mit Machttrank machen wird, aber es musste einfach oben sein, denn ihr werdet das gleich sehen, warum das so war. Aber eine schöne Kombi hier auch mit einem kleinen Killsquad hier rein. Und ich weiß nicht, ob er jetzt wusste, ob da was in der Clanbook war. Ich habe hier ja auch nicht alles mitbekommen, ob hier vielleicht ein Scout drauf war oder so. Aber, nee, da kommt der Drachen und der böse Babydrachen. Naja, der Golem ist jetzt gänzlich von Gut und Böse da hinten irgendwo rumgerannt. Ist aber nicht so schlimm. Seine Haupttruppen kommen eigentlich ja jetzt erst. Hat er noch ein kleines Killsquad mit ein bisschen Warden, ein wenig King. Die Queen ist noch dabei und in der Karre vor allen Dingen. Valkyren, die haben jetzt schön ich glaube, es war die Karre, ne? Die haben schön hier das eine Compartment komplett entkernt, machen hier hinten jetzt noch die Luftabwehr weg. Aber das Rathaus kriegen sie nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm. Jetzt wird hier das zweite Compartment. Das sieht man richtig schön deutlich hier. Ich gehe mal für euch so ein bisschen weiter nach außen, denn die Base sieht man im Moment sehr, sehr häufig. Überhaupt diese Bases hier. Aber wenn du hier ein Quadrat nach dem nächsten hier leer rollen kannst, ist das super. Werden das immer super Angriffe?
Und weil du kannst wirklich Stück für Stück deine Truppen, in diesem Fall hier Loons, hier immer wieder schön reinsetzen in die Base. Und dann machen die hier ein Viereck nach dem nächsten einfach platt, so wie der Mika das hier gemacht hat. Worden jetzt gezündet bei den letzten Verteidigungsanlagen, die allerdings auch auf Lufttruppen ballern. Jetzt kriegt der Worden auch richtig Pfeffer. Aber der steht so. Ja, nee, das war nicht der. Doch, es war der Worden. Aber der stand auf Luft, glaube ich, ne? Mag auch sein, dass er auf Boden stand, dass er jetzt gerade Pfeffer gekriegt hat, weil der X-Wing stand auf Boden. Und eigentlich hätte der King Lack kriegen müssen. Aber er hat hier hinten noch so eine kleine Meute. Hat hier noch zwei Loons. Der Magier hier macht das. Jawohl. Oh, oh, oh. Das ist eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Alter Falter. Das ist ein guter Magier hier. Wohl erzogen, würde ich mal so sagen, aber ich glaube, so ein bisschen angekratzt war der Magierturm schon. Ich glaube, im Vollmagierturm hätte der Boge jetzt auch nicht geschafft, denn der hat ja eben schon einen Hit, glaube ich, von dem Bogenschützenturm bekommen. Und damit sind das hier drei Sterne gewesen, also Nummer 12 auf Nummer 1. Ich musste mich mit dem Engie hier gut tun. Und wir haben den Clankrieg hier, Glückwunsch, ein Perfect War hingelegt, also ein perfekter Clankrieg. 45 Sterne, also Full House hier bei uns. Das hat der Gegner nicht ganz kompensieren können, aber ich sehe, ihr seht, warum das hier so komisch ist. Ich bin hier oben an 1 gelistet mit meiner Base und habe natürlich auch vom ersten und auch unser Terrorzwerg hat vom ersten hier richtig Lack gekriegt, denn das war der starke Elfer oben. Aber wir haben super kompensieren können. Irgendwann haben sie aufgegeben, weil sie gesehen haben, die packen hier unten unsere Base schon nicht und auch hier im RH10-Bereich packen sie nicht. Deswegen haben die keine Angriffe mehr gemacht. Also schönes Ding hier vom Clan Inner Circle. Und kurz und knapp nochmal, ich blende euch die Tech kurz einmal ein. 28Y22CJP ist aber immer sehr, sehr voll hier. Du liebst Clankriege, natürlich liebe ich Clankriege. Du bist ein 3-Sterne-Fighter, wie wir. Manchmal. Bei 2 Sternen kriegst du einen Anfall. Das stimmt, das kriege ich immer. Du bist chataktiv. Ja, bin ich auch kritikfähig, zuverlässig. Ich glaube, da kann ich mich mit anfreuen. Und ich kann mich auch gut absprechen. Wir haben uns auch ein bisschen abgesprochen. Willkommen. Ab R8 mit guten Helden und einer guten Bewerbung. Die habe ich hier abgegeben. Ich habe mich hier schon verabschiedet. Vielen lieben Dank an den Clan, dass ich bei euch sein durfte. Ich denke mal, war eine ganz, ganz runde Sache. Mich hat es auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefreut. Wenn ja, am Ende dieses Teil nach oben. Bis dahin, euer Toto. Best.